12% der griechischen Bevölkerung sind kleine Bauern. In den Supermärkten finden sich holländische Tomaten, aber weniger griechische. Es finden sich sogar deutsche Zucker. Deutsche Zucker. Genau. Durch die EU-Politik, unsere Zuckerindustrie haben die Zuckermarkt. Nehmt die Zahl derjenigen unter den Landarbeitern, Bauern zu, die den Grexit wollen? Es gibt eine Tendenz der Jugend, in der Agrarwirtschaft sich zu betätigen, weil sie mindestens die elementarsten Sachen ihres Lebens absichern können. Ich glaube nicht, dass die von der EU austreten wollen. Die wollen, dass man eine andere Agrarpolitik macht. Und wie ist die Front, die den Grexit in Griechenland will? In Griechenland spielt man mit das Wort Grexit, weil die meisten, die damit spielen, wissen, dass es nicht passieren wird. Habt ihr vielleicht unterschätzt die Lust des Imperialismus, euch zu demütigen, und überschätzt die Widersprüche zwischen Draghi und dem Schäuble? Man darf nicht die andere Seite unterschätzen. Das ist das große Fehler in der Politik. Habt ihr das vielleicht? Das tue ich nicht. Und hat es vielleicht im Anfang Syriza, weil es keinen Plan B gab? Es gibt mehrere Formen von Plan B, aber die sind nicht zum Benutzen. Das heißt, die Karte Russland und die Karte China ist tabu? Nein, Russland und China, wie ich auch jetzt beschrieben habe, sind normale Handels- und Investitionspartner für uns, so wie für Deutschland und alle anderen Länder sind. Der größte strategische Partner in Deutschland ist China. Warum sollen wir nicht mit China auch Handel treiben, wo wir die einzige europäische Land sind, das so lang und alt sind wie China? Aber die Amerikaner wollen ja, dass... Die Amerikaner machen ein sehr gutes Geschäft mit China. Und die würden aber auch gerne... Auch Russland, ihre Handel ist gestiegen letztes Jahr. Ja, aber sie wollen ja gerne, dass man euch über den ökonomischen Druck dazu bringt, dass ihr kein Veto gegen die Ukraine-Politik... Die wollen uns nicht atmen lassen, weil wir eine andere Politik und eine andere Hoffnung vertreten. Die Amerikaner auch? Ich sage, wer gegen uns ist. Mhm. Viele Amerikaner und die Obama-Administration würde sagen, dass sie uns gegenüber positiv steht, weil die sagten zu den europäischen Führungen, dass mit der Politik, was sie treibt, bringt ihr vielleicht wieder die Weltkrise. Letzte Frage, dieses Lied, wird das vielleicht nochmal stattfinden oder würdest du beim nächsten Mal etwas weiter wegstehen? Na, das We Are The World. Das Lied, muss ich sagen, das hat mir geärgert, die NATO-Leute, weil sie herausgefunden haben, dass es ein Friedenslied ist. Ich war in der Türkei 2 Tage lang in Verhandlungen mit der türkischen Führung. Der türkische Gastgeber hat zu mir gesagt, komm hoch zum Singen. Das wäre dogmatisch zu sagen, ich singe mit dir nicht. Es ging, ob ich mit ihm zusammen singen würde. Es waren nur die schlimmsten Gangster, die da oben standen. Ja, das war NATO, aber ich wurde eingeladen nicht vom NATO, sondern von meinem türkischen Kollegen, mit dem ich ein normales Verhältnis aufbauen muss.